Andere Paare verbringen ihre kinderfreie Zeit im Kino oder Restaurant. Stephanie und Guillaume von Luxemburg schauen sich lieber die neuesten Trends des Wohnungsbaus an. Seit der Geburt von Prinz Charles sieht man das Großherzogspaar vorrangig in Begleitung seines Sohnes. Umso schöner, dass die beiden auf der Wohnungs- und Einrichtungsmesse Home Expo einen Tag nur zu zweit verbringen können. Sie lauschen interessiert den Veranstaltern und scheinen an den Ausstellungsstücken ziemlich interessiert. Gemeinsam mit verschiedenen luxemburgischen Ministern diskutieren sie außerdem darüber, wie man der Branche nach Corona zu neuem Schwung verhelfen kann. Bei frösteligen 10 Grad hat sich Stephanie für den Termin vorausschauend in ein warmes Cape eingemummelt. Mit der Zeit scheint es ihr dann aber doch warm zu werden. Und das ist auch gut so, denn sonst hätten wir das schöne Oberteil der Erbgroßherzogin nicht zu Gesicht bekommen. Dabei hat es doch einen besonderen Kniff. Die raffinierten Rüschen machen das sonst so schlichte Outfit zu einem ganz besonderen Eyecatcher. Nach dem interessanten Tag sind Stephanie und Guillaume aber mit Sicherheit froh, wenn sie ihren kleinen Charles endlich wieder im Arm halten können.